Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie es manche Leute schaffen, mit riesengroßen Unternehmen und Konzernen zusammenzuarbeiten. Natürlich wirst du nicht an solche Kunden kommen, wenn du einfach da random anrufst und sagst, hey, ich bin der und der und ich würde gerne ein Video für euch produzieren. So einfach ist es leider nicht. Das Ganze läuft hier ein bisschen anders ab. Natürlich kannst du bei kleinen und mittelständischen Unternehmen anrufen, dich vorstellen, mit den richtigen Strategien natürlich da auch rangehen und so neue Kunden gewinnen und auch für diese Unternehmen dann eben Foto-, Videoproduktion oder so anbieten. Aber bei so riesen Konzernen, wie eben vorher genannt, so wird das Ganze zu 99,9% so nicht funktionieren. Ich habe mit meiner eigenen Videoproduktionsfirma inzwischen schon zweimal für eins der größten Pharmaunternehmen Videos produzieren können. Und dieses Unternehmen ist wirklich ein Multimilliardenunternehmen, deswegen weiß ich auch, wovon ich hier spreche. Und deswegen solltest du auch in diesem Video bis zum Ende auf jeden Fall dranbleiben. Man muss auch ganz klar dazu sagen, solche Unternehmen haben natürlich ein extrem hohes Budget für Foto- oder Videoproduktionen oder generell für Aufträge. Bedeutet, wenn dieses Unternehmen jemanden an etwas ranlässt, egal ob das jetzt Foto-Videoproduktionen sind oder sonstiges, die haben einfach ein extrem hohes Budget, weil sie eben Multimillionen, Milliarden im Jahr eben umsetzen. Wie es dazu gekommen ist, dass ich mit meiner Videoproduktionsfirma für so ein Unternehmen arbeiten konnte und wie auch du das Ganze umsetzen kannst, erzähle ich dir jetzt in den nächsten paar Punkten. Ich will es jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz unterstreichen. Du wirst nicht einfach in das Impressum von so einem Riesenkonzern gehen und da irgendeine Telefonnummer raussuchen, da anrufen, dich vorstellen, sagen, hey, du bist der und der oder die und die, und du bietest das an und du würdest gerne für sie arbeiten. So wird das Ganze nicht funktionieren. Da kann ich dir, wie gesagt, sagen, zu 99,99999% wird das Ganze nicht funktionieren. Das Ganze liegt einfach daran, dass so ein Riesenunternehmen einfach viel zu groß ist. Das heißt, du musst da die richtigen Leute eben kennen. Du musst mit Leuten aus der Marketingabteilung sprechen. Das heißt, du kannst nicht einfach mit dem CEO sprechen und dann sagen, hey, ich produziere euch jetzt ein Video zum Beispiel oder so. So funktioniert das einfach nicht. Und oft ist es auch so, dass solche große Firmen eben auch schon ein Riesenportfolio, sage ich jetzt mal, haben an Leuten, die für dieses Unternehmen arbeiten. Das heißt, sie haben meistens oft schon gute Leute, Selbstständige oder andere Unternehmen, die sie in gewissen Bereichen eben unterstützen. Und somit ist eben auch oft gar kein Bedarf da an neuen Leuten. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass du anrufst und irgendwie da Kontakt aufnimmst und die gerade genau jemanden suchen wie dich, ist halt wirklich sehr, sehr gering. Aber wie kommst du jetzt wirklich dazu, mit solchen Riesenkonzernen zu arbeiten? Und hier ist das wichtige Stichwort Netzwerk. Bedeutet, du musst wirklich Leute kennen, die dich zu diesem Unternehmen bringen, die dich weiterempfehlen, die dich irgendwie in dieses Unternehmen reinschleusen. Das können wirklich Leute sein, die selber bei dem Unternehmen irgendwie arbeiten, in zum Beispiel der Marketingabteilung. Vielleicht kannst du über dein Netzwerk an irgendjemanden aus der Marketingabteilung selber rankommen. Oder vielleicht kennst du jemanden, der selber selbstständig ist, ein eigenes Unternehmen hat und vielleicht für dieses Unternehmen schon mal irgendwie gearbeitet hat, irgendwas angeboten hat, die auch zufrieden mit der Person waren und der oder diejenige kann dich vielleicht dann auch eben zu diesem Unternehmen reinbringen. Das bedeutet, wer auch immer das aus deinem Netzwerk ist, muss dich kennen und deine Arbeit kennen und muss von beidem überzeugt sein. Das heißt, sie müssen wirklich, wie gesagt, einfach dich als Person gut finden, deinen Charakter, deine Persönlichkeit gut finden und auf der anderen Seite müssen sie natürlich wissen, was du konkret anbietest, was du für Ergebnisse liefern kannst, müssen auch eben von deiner Arbeit überzeugt sein, dass sie eben dich mit gutem Gewissen auch in dieses Unternehmen einbringen können. Jetzt möchte ich dir dann gleich mal ein paar Wege zeigen, wie du auch solche Leute kennenlernen kannst, die eben vielleicht Kontakte zu einem großen Konzern, zu einer sehr, sehr großen Firma haben oder so. Aber bevor ich dir das jetzt sage, möchte ich dir jetzt einmal ganz kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, mit diesem Multimilliardenkonzern zusammenzuarbeiten. Hier müssen wir jetzt mal kurz ein paar Jahre zurückgehen. Bedeutet, ich glaube wirklich 3 oder 3,5 Jahre zurück. Und was war vor 3, 3,5 Jahren? Da war ich selber noch komplett am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Ja, da hatte ich gerade meine Ausbildung abgebrochen, bin gerade frisch, ohne große Vorkenntnisse irgendwie in die Selbstständigkeit gestartet, hatte einfach den Traum, mit meinen Fotos, meinen Videos gutes Geld zu verdienen, mir mein Leben zu finanzieren. Ich sag's mal so, ich war auch noch sehr unerfahren, ja. Und damals hatte ich über Instagram eine Anfrage von jemandem bekommen für ein Style-Shooting. Ganz kurz zusammengefasst, wenn du nicht weißt, was ein Style-Shooting ist. Das ist einfach eine Produktion, in dem Falle war es eine Hochzeit, die gestellt war. Ja, bedeutet, die Event-Location war ausgesucht, dann waren Models da, also eine Frau, ein Mann, die quasi geheiratet haben, aber es halt nur gestellt war. Dann wurden so Sachen wie die Brautkleider, also das Brautkleid, der Anzug vom Bräutigam, der Schmuck und so weiter, alles eben von Leuten organisiert, die sowas eben auch beruflich machen. Aber jeder, der da quasi zusammengewirkt hat, hat das umsonst gemacht. Und ich wurde eben angefragt, um dieses Event eben wieder
videografisch festzuhalten. Und hier war es auch so, die Hochzeitsbranche war für mich noch nie relevant, um ehrlich zu sein. War einfach nicht mein Ding. Ich finde es cool, wenn das jemand macht und hier kann man auch gutes Geld verdienen, aber mein Ding ist es einfach nicht. Trotzdem habe ich mir damals gedacht, so hey, ich würde das Ganze einfach mal ausprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich dachte mir eben schon, da lerne ich wieder ein paar neue Leute kennen, ist bestimmt auch ganz cool. Jetzt muss ich aber auch noch dazu sagen, ich habe nämlich gedacht, dass tatsächlich da Budget vorhanden ist. Also wie gesagt, diese Anfrage kam und so weiter, wir haben alles besprochen und dann habe ich eben mal die Budgetfrage gestellt und meine so, ja, wie sieht es denn mit dem Budget aus? Und dann kam so, ja, was für Budget, das ist ein Style-Shooting, Tobi. Wusste ich eben nicht. Dann war ich erstmal ein bisschen enttäuscht von der ganzen Sache und war dann wirklich am überlegen, soll ich das dann trotzdem machen oder nicht? Weil ich dachte mir halt, damals 400-500 Euro für dieses Style-Shooting oder so, war damals gutes Geld für mich. Inzwischen, wie gesagt, würde ich so einen Auftrag sowieso nicht mehr annehmen, aber damals am Anfang dachte ich mir, hey, why not? Aber wie gesagt, wurde dann recht schnell enttäuscht, weil es hieß, es gibt hier kein Budget. Ja, und dann habe ich hin und her überlegt, habe mir gedacht, soll ich das Ganze machen, soll ich es nicht machen und so weiter und war wirklich so kurz davor zu sagen, nee, ich mach's nicht. Aber ich habe mich letztendlich dann doch dazu entschieden, wirklich das Ganze zu machen und habe dann wirklich auch ein komplettes Wochenende geopfert, in Anführungszeichen, und habe eben dieses Style-Shooting von Freitag bis Sonntag mit der Kamera begleitet, habe die Sachen eben aufgenommen und Videos fertig geschnitten. Und hier war es eben auch so, hier war eine Person dabei, die hat die, ja, Möbel gestellt. Also die hat eine eigene Firma auch, die Möbel so für Hochzeiten, Events und so weiter vermietet. Ja, mit dieser Person habe ich halt ein bisschen connected, gar nicht allzu viel, habe mich ein bisschen mit der eben unterhalten und so weiter. Da wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nur, dass sie eben diese Firma hat mit diesen Mietmöbeln, sage ich jetzt mal. Naja, auf jeden Fall war das dann ein sehr anstrengendes Wochenende und ein sehr zeitintensives Wochenende. Aber letztendlich, ich habe ein paar neue Leute kennengelernt, war echt cool. Eine andere Fotografin war auch noch da vor Ort. Dann war das Ganze eben zu Ende und dann dachte ich mir so, ja okay, war ja cool, ich habe ein paar Leute kennengelernt. Und jetzt, 3 Jahre später, habe ich aus dem Nichts auf einmal eine E-Mail in meinem Postfach gehabt von dieser Person, die eben diese Firma hat, die die Möbel vermietet. Und hier hat sich dann eben rausgestellt, dass diese Person bei einer sehr, sehr großen Eventmanagement-Agentur arbeitet und dass sie eben gerade auf der Suche ist, weil sie ein Event plant für dieses Multimilliardenunternehmen. Und diese Person war gerade eben für diesen Kunden, für dieses Multimilliardenunternehmen auf der Suche nach einem Videografen. Und da bin ich ihr wieder in den Sinn gekommen. Und wie gesagt, ich habe diese Mail in meinem Postfach bekommen, habe mich dann kurz zurückerinnern müssen, als ich den Namen gelesen habe, wer das überhaupt war, weil ich wirklich 3 oder 3,5 Jahre nichts von dieser Person gehört habe. Dann habe ich einen Call mit der Person vereinbart, habe ganz klassisch unseren Quali-Call gemacht, den wir mit jedem potenziellen Kunden eben machen, haben da eben rausgefunden, okay, was brauchen die wirklich, kann ich denen dabei irgendwie mit meiner Videoproduktionsfirma wirklich auch helfen und natürlich auch, was für ein Budget haben die. Und hier hat sich dann eben auch rausgestellt, dass dieses Unternehmen wirklich extrem viel Budget hat, das Ganze ein wirklich sehr, sehr cooles Projekt ist. Dann ging es auch schon ein paar Wochen später für mich mit meiner Videoproduktionsfirma nach Lissabon zur Produktion, 3 Tage. Hier war es auch eben sehr, sehr cool. Mir wurde dann halt logischerweise auch der Flug gezahlt für die Tage der Produktion, 5-Sterne-Hotel, ganzen Tag natürlich Verpflegung von früh bis spät, von Frühstück bis Abendessen, Mittagessen, Getränke und so weiter. Hab hier dann eben auch nochmal wirklich den Geschäftsführer von diesem Unternehmen kennenlernen dürfen, auch die wichtigen Leute aus dem Marketing und so weiter. Hier habe ich mich dann eben beweisen können, nicht nur mit meiner Arbeit von meinen Videoproduktionen, sondern eben auch von mir und meiner Person. Die Leute waren alle sehr, sehr begeistert von mir, von meiner jungen, offenen, authentischen Art und natürlich auch von den Videos, die wir für sie produziert haben. Auf jeden Fall waren die dann so begeistert, dass sie dann auch uns direkt für den nächsten Auftrag dieses Jahr im September in Istanbul gebucht haben. Und jetzt muss ich auch noch dazu sagen, dieses Unternehmen ist wirklich extrem groß. Ja? Das heißt, dieses Unternehmen hat wirklich auch verschiedene Abteilungen. Und jetzt vor kurzem erst hat eine andere Abteilung auch wieder Interesse an einer Videoproduktion gehabt und wurde dann quasi, beziehungsweise ich mit meiner Videoproduktionsfirma, wurde dann von der ersten Abteilung, bei der ich eben in Lissabon war, weiterempfohlen an diese andere Abteilung aus demselben Unternehmen. Jetzt sitze ich hier in Budapest und habe jetzt die letzten paar Tage hier eben auch wieder eine Produktion gehabt für die andere Abteilung mit doppelt so viel Budget wie beim letzten Mal sogar schon. Bedeutet, beim letzten Mal war es auch noch nicht wirklich wenig und jetzt war es wirklich nochmal doppelt so viel. Jetzt ist das Ganze auch schon um wieder. Ich sitze hier gerade noch in Budapest, habe mich dazu entschieden, hier noch ein paar Tage zu bleiben, weil eben mir schon der Flug hin und zurück gezahlt wird. Jetzt habe ich mir ein paar Tage hier diese Airbnb gemietet. Die waren jetzt auch wieder so begeistert von unserer Arbeit, dass wir direkt für nächstes Jahr, also ungefähr genau in einem Jahr, schon wieder von dieser Abteilung gebucht worden sind. So ist das Ganze quasi zustande gekommen, wie ich zu diesem Multimilliardenunternehmen gekommen bin.
So, und jetzt möchte ich dir, wie gesagt, noch ein paar weitere Wege an die Hand geben, wo du Leute kennenlernen kannst, die dich vielleicht eben in Zukunft auch in so ein großes Unternehmen mal reinbringen könnten. Weg Nummer eins ist, wie gesagt, wie auch bei mir, einfach mal Sachen zu machen, wo du vielleicht eigentlich nicht so Lust drauf hast, aber irgendwo von profitieren könntest und einfach dein Netzwerk ausbauen kannst. Das heißt, wenn du mal eine Anfrage bekommst und da irgendwie Potenzial drin siehst, irgendwie weißt, hey, da sind vielleicht coole Leute, die könnten vielleicht jemanden kennen oder so, dann mach das Ganze doch mal. Ein weiterer Weg ist, dass du wirklich an Orte gehst, wo erfolgreiche Menschen sind. Und was meine ich damit? Zum Beispiel etwas teurere Restaurants und Hotels, weil, wie gesagt, nicht jeder kann sich zum Beispiel irgendwie ein 5-Sterne-Hotel leisten oder so, ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist ja nichts verwerflich dran, aber hier halten sich halt hauptsächlich Leute auf, die sehr erfolgreich sind, und sehr erfolgreiche Leute haben in den meisten Fällen entweder eine eigene große Firma, kennen somit dann auch wieder andere große Unternehmer oder Unternehmerinnen. Heißt jetzt nicht, du musst jetzt in ein 5-Sterne-Hotel gehen und da 5 Nächte dir ein Zimmer buchen, sondern solche Hotels haben zum Beispiel auch ja ein Café oder so. Bedeutet, du kannst hier einfach mal ein bisschen überteuerten Kaffee trinken gehen und dich da eben mit Leuten vernetzen. Natürlich, du kannst jetzt nicht random irgendwie auf Leute zugehen oder so und dich dazu an den Tisch setzen, aber du musst offen sein, geh in so ein Restaurant, in so ein Hotel mal rein und schau einfach mal, dass du vielleicht mit so Leuten dann irgendwie sympathisch ins Gespräch kommen kannst und hier vielleicht ein paar Kontakte knüpfen kannst. Ein weiterer Weg, um dein Netzwerk ausbauen zu können, ist zum Beispiel Messen und Events zu besuchen. Also natürlich irgendwie B2B-lastig. Bedeutet, geh auf Jobmessen oder auf irgendwelche Unternehmer-Events. Hier musst du auch natürlich offen sein, auf andere Leute zugehen. Hier fällt es dir sogar noch leichter, auf Leute zuzugehen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, als in einem Hotel oder in einem Restaurant, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, beides Wege, die auf jeden Fall funktionieren. Und ein weiterer Weg, den ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die ein großes Netzwerk haben. Das heißt, schau, dass du irgendwie an Leute rankommst, die wirklich, wo du weißt im Vorhinein schon, die haben ein krasses Netzwerk, dass die vielleicht jemanden kennen, mit dem du mal zusammenarbeiten möchtest und weißt auch, dass derjenige wiederum noch größeres Netzwerk hat oder so. Bedeutet, hier kannst du auch wirklich mal vielleicht ein bisschen günstiger arbeiten für die Person, wenn du weißt, dass du dadurch irgendwie in das Netzwerk von der Person reinkommst, vielleicht irgendwie mit der Person unterwegs bist, neue Leute kennenlernst. Das ist auf jeden Fall auch ein Weg, den du hier nutzen kannst. Ganz wichtig hier noch zu sagen ist natürlich, du musst dranbleiben. Ja, das ist keine Sache, die von heute auf morgen passieren wird, dass du jetzt morgen in ein Hotel gehst oder in ein Restaurant, da jemanden kennenlernst und dann irgendwie ja bei einem Konzern wie VW, Porsche, Audi oder sonst was rauskommst. Bedeutet, hier musst du wirklich dranbleiben. Mach das einfach kontinuierlich. Schau, dass du vielleicht einmal im Monat das Ganze machst. Schau, dass du einfach konstant dein Netzwerk ausbaust. Und früher oder später wirst du jemanden kennenlernen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwie in einem großen Unternehmen was zu sagen hat und dich vielleicht dann auch mal buchen wird. Und wenn du jetzt sagst, du willst wirklich lernen, wie du dein eigenes Business mit Fotos und Videos aufbaust und damit konstant 10.000 Euro und mehr im Monat verdienen kannst, dann check hier unten gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Hier kannst du dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen. Da schauen wir uns einfach mal an, wo du stehst, wo du hin willst, was für Ziele du so hast, welche Herausforderungen du so hast und wie ich dir dabei eben helfen könnte. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, komplett kostenlos und unverbindlich, deswegen hast du nichts zu verlieren. Das Ganze dauert auch nur 10 bis 15 Minuten. Du wirst aus diesem Gespräch zu 100% auf jeden Fall extrem Mehrwert mitnehmen, dann würde ich sagen, freue ich mich schon, dich und dein Business ein bisschen näher kennenzulernen. Und wenn du jetzt noch lernen möchtest, wie du wirklich 100.000 Euro und mehr pro Jahr mit Fotos und Videos verdienen kannst, dann check jetzt auf jeden Fall dieses Video hier ab, weil da erkläre ich dir ganz genau, wie das Ganze funktioniert.